Ich habe vor kurzem zum ersten Mal selber Battlefield 5 in der Closed Alpha spielen können. Als langjähriger Fan der Reihe, ich bin schon seit 1942 dabei, also dem Spiel jetzt nicht dem Jahr, naja, egal. Als langjähriger Fan der Reihe habe ich mich besonders darauf konzentriert, die großen Unterschiede zu den Vorgängern zu finden. In diesem Video werfe ich daher einen Blick auf die neuen Features und erkläre euch, wie sie genau funktionieren. Das Allergeilste ist, dafür bekomme ich jetzt Teampunkte und dann schieße ich ihm wieder den Kopf ab und dann baue ich ihm wieder einen Kopf drauf. Und so werde ich reich. Ein Problem, das Battlefield schon seit Bad Company 1 mit sich herumschleppt, sind die Zerstörungen. Die sehen zwar unfassbar gut aus, oh ja, schön, aber sie zerstören nun mal auch die Deckung. In der Bad Company-Reihe nahm das solche Auswüchse an, dass man am Ende einer Runde nur noch von einem Schutthaufen zum nächsten hechten konnte. Da stand irgendwann kein Stein mehr auf dem anderen. Solche Ruinenrunden sind zwar realistisch, und Realismus ist ja offenbar das Einzige, was Battlefield-Trolle herumtreibt, aber leider auch ziemlich öde. In späteren Teilen ruderte DICE daher wieder ein wenig zurück. Da gab es Gebäude und Gebäudeteile, die unkaputtbar waren, oder die vielbeworbene Levolution, ein Werbeausdruck für vorgerenderte Zerstörungsorgien, die zwar die Map veränderten, aber nicht zulasten der Spielbarkeit waren. In Battlefield 5 setzt DICE wieder auf mehr Zerstörung. Und ja, die sieht wieder mal unfassbar gut aus. Schaut euch einfach mal diese V1-Explosion an. Die hätte diesen Hof bestimmt komplett eingeebnet, wenn nicht vorher schon alles kaputtgeschossen worden wäre. Ha, schön. Die Zerstörungen sollen aber nicht nur, naja, wie sage ich das jetzt, die ganze Karte zerstören. Häuser zum Beispiel lassen sich durch Befestigung wieder aufpäppeln, entweder mit Sandsackwänden oder etwa durch Barrieren. Vor der Alpha hatte ich die Befürchtung, dass Battlefield sich dadurch vielleicht in eine Richtung wie Fortnite entwickelt. Doch die Angst ist jetzt weg, mit Fortnite haben die Fortifications so gut wie nichts zu tun. Frei bauen geht nämlich gar nicht, ich kann also nicht einfach mitten auf der Map einen Sniperturm hinsetzen. Stattdessen kann ich an vorgegebenen Punkten bauen und dann auch nur vorgegebene Bauten. Hier, an unserer Flak zum Beispiel, baue ich uns gerade Mauern auf, damit Feinde nicht einfach reinsnipern können. Die Befestigungen dienen dazu, neue Deckung aufzustellen, entweder um einen Flankenpunkt zu sichern oder um Deckung herzustellen, damit man den Feind flankieren kann. Natürlich sind diese Befestigungen auch wieder zerstörbar. Unfair fand ich das Feature am Ende deshalb nie. Die Baupunkte sind handverlesen und haben immer einen Zweck. Einfach aus dem Nichts irgendwelche Bunker errichten, das ist nicht. Natürlich kann man aber auch die Flak vom Mitspieler einmauern, so wie das hier mein Kumpel Alex macht. Danke, Alex. Aber in den meisten Fällen waren die Fortifications hilfreich. Sie sorgen dafür, dass Feinde verlangsamt werden oder alternative Routen nehmen können, was beiden Teams die Möglichkeit gibt, sie für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Wichtig zu wissen ist, dass alle Spieler Befestigungsanlagen bauen können. Wenn man T drückt, nimmt man einen Hammer in die Hand und bekommt grau hinterlegt die Positionen angezeigt, an denen man Barrikaden errichten oder Gräben ausbuddeln kann. Support-Soldaten können sogar noch mehr. Sie können nicht nur Verteidigungsbauten schneller ausheben als andere, sondern auch MG-Nester und dicke Panzersperren aufstellen. Und die wichtigen Nachschubstationen errichten, über die ich euch später noch ein bisschen was erzähle. Wichtig zu wissen ist auf jeden Fall, Support spielen lohnt sich. Früher habe ich Battlefield-Neulingen ja immer beigebracht, dass die wichtigste Taste im Spiel nicht die linke Maustaste ist, sondern Q. Mit Q kann man Feinde markieren und das kontextsensitive Kommunikationsmenü von Battlefield öffnen und tja, was soll ich sagen, die Zeiten sind vorbei. Irgendwie ist das aber auch verständlich, denn das ganze Spotting hat in Battlefield 4 und Battlefield 1 langsam Überhand genommen. Durch zahlreiche Gadgets und das manuelle Markieren jagte man irgendwann nur noch roten Symbolen auf der Minimap oder im HUD hinterher. Das soll jetzt vorbei sein. Auf Q hämmern ist nicht mehr das Allheilmittel, aber immer noch wichtig und so funktioniert das neue Spotting. Wenn ich auf Q drücke, gibt es weiterhin ein rotes Dreieck im HUD, jedoch genau auf dem Punkt, den ich anvisiert habe. Er dient mir und dem Team fortan als Orientierungspunkt, verfolgt aber nicht einen feindlichen Spieler. 2D-Spotting sozusagen. Das kennt man übrigens auch schon aus Rainbow Six Siege. Spieler müssen sich dadurch wieder mehr darauf konzentrieren, ihre Umwelt im Blick zu behalten. 3D-Spotting gibt es aber auch weiterhin. So haben Sniper und Support-Soldaten Gadgets, mit denen sie Feinde für ihre Mitspieler markieren können. Aufklärer tragen ein Fernglas mit sich rum, mit dem sie andere Spieler spotten können.
Der Supporter hat hingegen Leuchtpistolen, die man auch schon aus Battlefield 1 kennt. Sie beleuchten einen ganzen Spielbereich und decken darin Bewegungen auf. Und auch andere Einheitenklassen könnten Feinde markieren. Wer einen Gegner zu 100% niederhält, also mit Feuer eindeckt und suppressed, sodass seine Sicht verschwimmt, markiert den Gegner für seine Kameraden und man kann sein Symbol auch beim Bewegen sehen. Der Clou des neuen Spotting-Systems ist aber, selbst wenn man einen Gegner mit 3D-Spotting markiert hat, gilt das nur, solange er im Sichtbereich eines Mitspielers bleibt. Sobald die Sichtlinie einmal durchbrochen ist, verschwindet das HUD-Element. Man kann ihn also nicht hinter Wänden und Deckungen verfolgen. Ist auch irgendwie logisch, oder? Aber auch das 2D-Spotting sollte man nicht einfach so als unnütz abtun. Man muss halt lernen, sich auf die Details zu konzentrieren. Wer wie wild in der Gegend herumspottet, wird vermutlich wenig Erfolg haben. Wer aber wirklich einen Gegner markiert hat, bekommt einen Audiohinweis darauf, um was für eine Spielerklasse es sich handelt. Da drüben, das ist ein feindlicher Speer! Das Ganze zu zeigen fällt mir nur ein bisschen schwer. Ich habe für dieses Video Aufnahmen von der E3 und aus der Closed Alpha verwendet. Auf der E3 war Spotting fast komplett ausgeschaltet. In der Alpha hingegen haben die Entwickler die Regler zu weit zurückgestellt. Da wurden Gegner automatisch markiert, selbst wenn man sie gar nicht angeschaut hat. DICE hat bereits in einem Statement erklärt, dass es sich dabei um einen Fehler handelt. In der nächsten Alpha-Phase werden sie es mit anderen Settings ausprobieren. Insgesamt finde ich diese Änderung aber sehr sinnvoll, weshalb ich sie schon im Video erklären wollte, selbst wenn man sie noch gar nicht richtig sehen kann. Wenn ihr Fans der Battlefield-Reihe seid und nur eine Info aus diesem Video mitnehmt, dann passt jetzt besonders gut auf. Beim Spawnen habt ihr nur 2 volle Magazine Munition dabei. 2 Magazine! Damit könnt ihr zwar schon ein bisschen Schaden anrichten, aber One-Man-Army-like durch die Gegnerbasis marodieren, das geht nicht. Was den Fokus des ganzen Spiels viel, viel mehr auf Supportklassen legt, oh, Gott sei Dank, endlich! Ich bin ja schon immer jemand gewesen, der Medics und Supporter spielt und mich hat immer gestört, dass viele andere nicht verstanden haben, warum es diese Klassen gibt. In Battlefield 5 wird man das verstehen, sehr schnell sogar. Wenn nach einem Angriff plötzlich die Wumme leer ist oder man mit den Raketen im Rucksack nicht mal einen Panzer komplett unschädlich machen kann, wird man dumm aus der Wäsche gucken und sich fantastische Mitspieler wie mich wünschen, die dann punktemäßig auch abkassieren. Und so lernt auch der letzte Digital-Rambo, dass Unterstützungsklassen cool sind. Juhu! Was mir auch gut gefällt, sind die Optionen, die man hat. Als Unterstützer oder Medic kann ich wie in den Vorgängern wählen, ob ich einzelne kleine Medi- oder Muni-Kits schmeißen will, die meine Kameraden auffangen oder aufheben können, oder ob ich eine dicke Kiste für viele Kameraden auslege. Das gab es früher schon, der Clou ist jetzt aber, dass die Kisten nicht mehr in einem magischen Umkreis automatisch heilen oder aufmunitionieren. Spieler müssen aktiv hingehen und E drücken, um so ein Päckchen herauszunehmen. Wer sich nicht auf seine Mitspieler verlässt, ist aber nicht völlig verlassen. Denn Munition und Medikits gibt's auch an Nachschubstationen in der Nähe von Flaggenpunkten. Auch dort muss man hingehen und manuell E drücken. Ihr merkt schon, worauf das hinausläuft. DICE will mit dem Scarcity-System, also der Munitionsknappheit, dafür sorgen, dass Spieler entweder mehr zusammenspielen oder die Missionsziele verfolgen, womit ich völlig fein bin. Und neben der Munitionsknappheit gibt's in Battlefield 5 noch einen zweiten Modebegriff, der heißt Attrition und bezieht sich auf die Lebenspunkteanzeige. Während es in den vorherigen Teilen der Serie gereicht hat, sich hinter Felsen oder Wänden in Deckung zu verstecken, um wieder zu vollem Leben zu regenerieren, ändert Battlefield 5 das nun komplett. Volle Leben regeneriert man nur noch, wenn man ein Medikit benutzt, entweder vom befreundeten Medic oder aus einer Nachschubkiste an der Flagge. Von selbst regeneriert man nur noch rund ein Drittel der Leben. Das variiert in den 2 Spielversionen, die ich gespielt habe. Im E3-Bild bekam man nur 35 HP zurück, das war aber vielen zu wenig. In der Closed Alpha waren es hingegen 43 HP, was DICE nun irgendwie für zu viel hält. Vermutlich wird sich der Wert bei rund 40 HP einpendeln. Das reicht, um sich in Sicherheit zu begeben oder sich zu verteidigen, bis ein Medic da ist, aber Lone-Wolf-Spielzüge, die werden es halt schwer haben. Ja, Munitionsknappheit und Self-Heal-Lock, das sind 2 Punkte, die eins ganz besonders unterstreichen. Teamplay ist das A und O. Das wird im Battlefield 5 wichtiger, ja, vermutlich sogar so wichtig wie in keinem Battlefield je zuvor. Wer keinen Supporter oder Medic im Squad hat, bekommt Probleme, denn auf Randoms kann man sich einfach nicht so sehr verlassen wie auf die eigenen Buddies. Damit das jeder versteht, erzwingt DICE jetzt auch Squad-Spiel. Wenn man alleine auf einem Server einsteigt, wird man in ein bereits bestehendes Squad hinzugefügt. Man kann zwar manuell aussteigen, wenn man will, und auf Lone Wolf machen, aber der Standard soll sein, mit anderen zu spielen. Ich brauche mehr Munition!
Natürlich hat man dadurch auch andere Vorteile als nur wandelnde Ersatzteillager. Wie in den Vorgängern auch, kann man bei seinen Kameraden spawnen. Das ist ziemlich praktisch, weil man beim Spawnen an Flaggenpunkten nie genau weiß, wo man rauskommt. Entweder in der Nähe der Flagge oder am hinterletzten Fleckchen Erde, von wo aus man den Flaggenmast gerade noch so mit einem Fernglas erkennen kann. In Battlefield 5 kann man nun endlich auch sehen, was Squad-Kameraden genau treiben. Im Spawn-Screen kann man in einer Third-Person-Perspektive über die Schulter gucken und so sehen, ob es sich lohnt, hier einzusteigen und was genau in der Umgebung vorgeht. Eine sinnvolle Neuerung, wie ich finde, denn ich hab's immer gehasst, bei einem Kumpel zu spawnen und sofort von jemandem abgeballert zu werden, weil ich halt nicht wusste, dass da gerade Action ist. Das System ist zurzeit aber noch ein bisschen zu fein eingestellt. Die Alpha ließ mich zum Beispiel oft nicht dann spawnen, wo ich wollte, weil noch irgendwie ein Gegner in der Nähe war. Total unnötig, so ein System, wenn man doch sehen kann, was beim Mitspieler gerade los ist und sich vielleicht sogar aktiv entschieden hat, ich will da jetzt spawnen, ich will aushelfen. Solange noch ein Mitspieler am Leben ist, kann man relativ schnell wieder einsteigen. Nur wenn alle Mitspieler sterben, geht es in den großen Spawnscreen zurück, was mit einer kleinen Kamerafahrt verbunden ist und dadurch etwas länger dauert. Daher immer gut aufpassen, wenn die Nachricht aufploppt, dass ihr der letzte Mann oder die letzte Frau seid, dann übertreibt es nicht, sonst muss euer Team gleich nach eurer Dummheit weite Wege zu Fuß latschen. Eine Neuerung in Battlefield 5 ist, dass nun nicht nur der Medic Mitspieler wiederbeleben kann, sondern jeder. Das ist aber eingeschränkt aufs eigene Squad. Wenn links neben dir also dein Kumpel zu Boden geht, kannst du ihn jetzt auch als Support oder als Sniper wieder aufpäppeln. Zwei Unterschiede zwischen Buddy Revive und Medic Revive gibt es dennoch. Das Wiederbeleben eines Squad-Mitspielers dauert erheblich länger. Während der Medic rund 3 Sekunden benötigt, um einen Spieler wieder aufzustellen, braucht ein Squad-Spieler etwa 7 Sekunden. Das ist natürlich Zeit, in der er auch von Feinden getroffen und getötet werden kann. Zum Zweiten startet ein Spieler, der vom Medic wiederbelebt wird, mit mehr Lebenspunkten. Wer sich so den Arsch fürs Team aufreißt, etwa indem er fleißig markiert, heilt, aufmunitioniert oder als wandelnde Spawn-Location zur Verfügung steht, soll natürlich auch was davon haben. In den früheren Teilen von Battlefield hieß das meist, dass es einen Punktebonus aufs Konto gab. Aber Punkte, was bedeuten die einem schon? Battlefield 5 setzt deshalb noch einen drauf, für die Teampunkte kann man jetzt Ingame-Perks kaufen. Teamplay lohnt sich also richtig. Hier explodierte zum Beispiel gerade eine V1-Rakete, die offenbar ein befreundeter Spieler herbeigerufen hat. Und als mir selbst die Situation zu heiß wird, rufe ich das zweite Squad Reinforcement, den Churchill Crocodile Flammenwerfer-Tank der Briten. Bei dem müsst ihr beachten, dass er nicht einfach aus dem Nichts neben euch auftaucht, sondern nach dem Herbeirufen eine Weile in der Mainbase aus dem Spawn-Screen auswählbar ist. Wenn ihr ihn dort nicht abruft, sind die Punkte vergeudet. Sprecht euch also unbedingt mit Squad-Kameraden ab oder, wenn ihr so Egoisten seid wie ich, dann killt euch halt selbst. Das kostet euch ein Ticket, im besten Fall spielt ihr das aber gleich wieder ein. Der Redeploy sollte natürlich nur der letzte Ausweg sein, ne? Ist klar. Ja, und das sind sie auch schon, die 4 wichtigsten Neuerungen von Battlefield. Wollt ihr mehr über die Features und das Feeling von Battlefield 5 erfahren? Dann schreibt mir doch eure Fragen in die Kommentare. Und wer weiß, vielleicht habe ich da schon in der nächsten Alpha-Phase genug Material für ein neues Video zusammen.